Herzlich willkommen bei Boot Live auf Videocheck. Heute geht es um einen Kartenplotter für 160 Euro, womit man Internet hat, womit man Netflix gucken kann und die aktuelle Software fast gratis bekommt und sich um nichts kümmern muss. Genauso soll es sein. Ich befinde mich übrigens beim Anlegeprofi. Das ist der in der Prüfung besser bestanden hat als ich. Und er hat ein wunderschönes Sportboot und da werden wir das Ganze heute mal dran testen. Das ist im Prinzip ein Autoradio, das aber funktioniert wie ein Tablet und im Gegensatz zu irgendwelchen stumpfen Kartenplottern viel mehr Möglichkeiten und Wege hat. Wir haben GPS, wir haben WLAN, wir können ins Internet, wir können Netflix gucken, wir können YouTube gucken, wir können AIS-Tracking machen übers Internet. Also wir sehen, wenn wir irgendwo aus dem kleinen Kanal rauskommen, in den großen rein wollen, ob die Schiffe dabei vorbeifahren und wir vielleicht im Weg sind. Wir können Kartenmaterial raufziehen, wir können Routen planen und so weiter. Lass uns das Ding einbauen und dann checken wir das einmal ab. Mehr dazu nach dem Intro. Ab geht's. Das Boot ist getrailert, wir liegen auf dem Trockenen und es ist Zeit, hier mal was Vernünftiges einzubauen. Mein Kumpel oder mein Prüfungsrivale, der besser bestanden hat als ich, der wollte hier in sein Sportboot einen Kartenplotter reinbauen. Ich sag, lass das. Die Dinger sind viel zu teuer und umständlich und dann musst du die Karten dann noch besorgen und von manchen Apps kann man die Karten auch rüberziehen. Aber ich sag, nimm einfach ein China-Radio, ein Android-Radio. Das ist im Prinzip wie ein Tablet. Und damit hast du die Möglichkeit, sogar Netflix unterwegs zu gucken, die Karten zu ziehen. Das Ding hat GPS, da ist alles mit dabei. Und du hast ein Radio mit dabei und. Also viel mehr Möglichkeiten. Das Ding baut ein eigenes WLAN auf. Du kannst einen Hotspot vom Handy aufmachen und das Ganze mit dem Radio verbinden. Es sind sogar USB-Stecker mit dabei, wo man das Handy mit laden kann. Und von daher eine super Geschichte. Ich würde sagen, ich zeige euch mal die Vorbereitung, was wir schon gemacht haben. Oder mein Rivale. Und dann testen wir das Ganze einfach mal. Radiovorrichtung war im Boot zum Glück schon drinne. Das heißt, wir müssen einfach nur die Stecker an das Radio anschließen. Und der passende Adapter liegt natürlich mit bei diesem Radio mit dabei. Und wir reden hier von einem Radio, was 160 Euro kostet. Es kann auch zwischendurch mal 180 kosten. Gibt es bei Amazon, Link ist unter dem Video in der Infobox drinne. Dann haben wir natürlich hier einfach das Loch passend ausgesägt. Dann noch eine Schaumstoffgummierung umzu. Und wir werden nachher mit Kleb und Dicht das ganze Radio fest einsetzen. Klar kann man jetzt hier auch einen Einbaurahmen machen, man kann es aber auch übertreiben. Was ich super wichtig finde, wir haben einen Hotspot beim Handy offen, dass wir unser Gerät auch noch laden können, also unser Handy laden können. Deswegen stecken wir hinten einmal diese mitgelieferten Kabel rein, damit wir natürlich nachher auch von unterwegs unser Handy laden können. Wir können hier auch noch Rückfahrkameras mit anschließen und so weiter. Bei längeren Booten, wenn man von innen steuert, macht das natürlich Sinn. So, jetzt kommt der ganze Kram hier rein. Und hier unten, hier sehen wir, haben wir unser USB-Kabel, also mehrere, drei Stück. Das heißt, wir können während der Fahrt im Wasser auch unser Handy aufladen. Dann haben wir den Hotspot laufen, saugt das natürlich Akku. Und was bringt uns dann so ein tolles Radio, wenn der Akku platt ist? Deswegen Handy laden, gar kein Problem. Ganz wichtig, GPS-Antenne sollten wir anschließen. Die müssen wir nicht unbedingt hier irgendwo draufkleben. Probiert das auf, bevor ihr das irgendwo hinklebt, ob das nicht auch funktioniert, wenn es unten drin ist. Bei uns funktioniert das auch, wenn das Ganze unten im Boot drinnen liegt. Das ist so eine gute GPS-Antenne, da braucht ihr keine Sorgen machen. So, jetzt brauchen wir bloß noch die Zündung auf Stufe 1 machen und schon geht unser preiswerter Kartenplotter mit Multimedia-System online. Wir können hier ein Radio hören, wir können hier ins Internet, wir können uns Netflix anmachen und so weiter. Es gibt wirklich tausend Möglichkeiten. Aber was natürlich interessant ist, ist der Play Store. Denn hier können wir uns Apps runterladen, einmal kurz anmelden. So, jetzt können wir uns natürlich hier Apps wie Navship, Nevship oder wie man das auch immer nennt, Bootsnavigation installieren. Da sehen wir, wo wir gerade sind. Dann machen wir das Schiffsradar nochmal drauf. So sehen wir auch andere Schiffe, also Binnenschiffe, die natürlich dieses AIS-System haben. Ist immer eine ganz praktische Geschichte. So, und ist das nicht geil? Ich meine, da wo wir sind jetzt, ist kein Wasser. Wir sehen die gefahrene Geschwindigkeit, das kann man natürlich noch in Knoten umstellen und so weiter. Wir können hier nachher auf die Schleusen draufdrücken, kriegen gleich die Telefonnummer. Und. Wir können natürlich hier unser Boot anzeigen lassen, wo wir gerade sind, wo wir gerade fahren. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zurück aufs Marineradar. So, hier können wir natürlich Schiff nach Schiffsnamen suchen und wir können natürlich auch auf der Karte hin und her scrollen, da wo wir sind und gucken, oh, kommt da jetzt ein Schiff oder nicht. Und wir können sogar die einzelnen Schiffe antippen und uns Informationen rausziehen. Ihr müsst euch das so vorstellen, auch alles, was es fürs Handy gibt, so wie Navionics, wo ihr aktuelle Wetterdaten und all so ein Kram bekommt, die Tiefenangaben, die Betonung und so weiter, das bekommt ihr auch für dieses Teil. Weil das ist im Prinzip wie ein Tablet, wie ein Handy, in groß,
was nebenbei noch ein Radio ist, wo man nebenbei noch mit Netflix abspielen kann und sich alle sämtliche Informationen damit rausziehen kann, Gezeiten und so weiter. Das geht wirklich alles. Und somit spart ihr euch einen Kartenplotter, ein eventuelles Tiefenmessgerät, weil ihr auf der Karte seht, wie tief das ist. Klar, es kann immer irgendwas sein, was da anders ist. Aber im Prinzip ist es eine super Sache, finde ich jedenfalls. Ja, eigentlich gönne ich ihm das, eigentlich gönne ich ihm den neuen Plotter oder das Radio nicht. Ich finde es auf jeden Fall genial. Der Preis 170, 180 Euro, 160, je nachdem. Es ist immer so eine Kursfrage gerade, wie Angebot, Nachfrage. Auf jeden Fall die Links dazu und den Link dazu findet ihr unter dem Video in der Infobox. Das ist wirklich easy einzubauen. Und wenn man die Radiovorrichtung eh schon drin hat, ist es eine super Geschichte. Wichtig ist, auch bei Sonneneinstrahlung ist es gut abzulesen. Es ist ein sehr helles Display. Es reagiert gut auf Fingertapster. Und deswegen meine Empfehlung, spart euch das Geld für einen Plotter. Nehmt lieber sowas. Da habt ihr richtig was von, da habt ihr richtiges Entertainment-Paket. Und die Kinder können nebenbei noch Peppa Woods gucken oder Bibi Blocksberg oder sonst irgendwas. Und ihr könnt spontan euch Ereignisse anzeigen lassen. Wetter, dies und das. Also eine coole Alternative für mich in meinen Augen zum Kartenplotter. Das war's dieses Mal von Bootlife. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen hier auf Videocheck. Vergesst nicht, lasst ein Abo da. Sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt Videocheck. Wenn ihr Vorschläge oder Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich versuche ein Video dazu zu machen. Bleibt sauber, ordentlich und anständig. Bis dann, ciao.